Witzige Gegner sind das. Ich sag's euch. Gut. Und dann feuern wir los. Feuern wir los! Okay, so viel dazu. Damit haben wir gerade viele Leute vernichtet. Das ist doch eigentlich ganz lustig. Wir müssen nur aufpassen, dass uns die Leute da hinten jetzt nicht treffen. Die können das nämlich einfach so machen. Die können uns einfach so treffen, die Arschlöcher. Hallo, Suchtdrohne. Ich schneide dich mal ab, wenn du nichts dagegen hast. Okay. Machen alle viel zu viel Schaden, die Leute hier. Wir rennen einfach mal weiter. Das ist doch ganz lustig. Oh Gott, Kampfdrohne. Okay, wir gehen nicht zur Kampfdrohne. Die ist böse. Das ist eine böse Drohne. Mit der will man nicht kämpfen. Die macht immer nur komischen Kram, macht die. Die hat sie nicht mehr alle, diese Drohne. Naja, ihr wisst schon, wie ich das meine. Also Regeneration ist aber ganz gut. So, wir haben alle Regeneration. Was brauchen wir noch alles? Was können wir denn noch gut gebrauchen hier gegen den Kampf gegen so eine Verrückten? Eine Steinhaut, ich weiß nicht. Ich glaube, Laser schießen auch durch Stein durch, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Und daher nehmen wir das einfach noch mit rein. Geben wir uns nochmal einen Schutz gegen Magie, falls wir uns hier irgendwie vernichten können oder so ein Mistkram. Dann, weiß ich nicht, Schadensreflexion. Können wir auch noch eigentlich nochmal machen. Ach, die reagieren darauf ja nicht, weil das hier Fernkampfangriffe sind. Deshalb, glaube ich, reagieren die da nicht drauf. Okay, gut. Stirb! Jetzt stirbt einfach! Dumme Kampfdrohne! Tot! Der darf nicht sterben! Jo, jetzt haben wir mal Schluss hier, ne? Mit sterben lassen und so ein Kram. Gut, hätten wir das schon mal. So, wir müssen unser lieber Heini mal wieder aufwachen. Und dann müsst ihr eigentlich in der Lage sein, hier wieder zu beleben. Dankeschön. Du bist wieder da. Guten Tag. Wie geht es dir? Hast du gut geschlafen? Ich dachte immer, dass wir hier nicht sterben können, aber von mir aus, dann sterb halt normal. Ich verheile dich ja gerne wieder. So, du bist wieder voll dabei. So, damit hätten wir einen der schwersten Räume schon mal geschafft, muss ich an der Stelle sagen. Alter! Hast du sie nicht mal alle? Also, oh, weißt du, bist du Daniel Jackson oder was? Immer nur, Mann. Das ist so eine abgewandelte Form davon, glaube ich. So, ihr könnt jetzt aufhören, auf mich zu feuern. Ich muss auf Eile achten. Was sagt denn Eile? Eile, wer hält uns hier in 14 Minuten? Wer schießt denn da? Wer trifft mich überhaupt? Oh, dort, da oben! Okay, alles klar. Ich sehe. Okay, okay, wir gehen jetzt auf anders lang. Wir machen mal was auf hier. Hallo, Drohne. So, hier ist eine Suchdrohne. Also, die Suchdrohnen sind nicht so schlimm. Das sind, die schießen mit Erde. Anscheinend. Anscheinend schießen sie mit Erde. Das ist ihr Angriff. Da haben wir denn überhaupt irgendwie hier. Erdschutz ist ja noch nicht mal so wichtig. Muss ich ja mal an der Stelle einfach mal sagen. Wir brauchen ja gar keinen Erdschutz. Wovor, warum? Das ist so eine Frage, die man sich da stellen muss. Naja. Jo. Ich würde sagen, da sieht es ja schon mal ganz gut aus. Gehen wir hier ein bisschen wandern. Ist ja ein ganz schicker Ort hier. Oh, wir können auch mal Fackellicht anmachen, ne? So ein Kram. Wenn wir mal ein bisschen weiter sehen können, ja, diesen komischen Dingens. Ja, hier kann man, wie gesagt, hier können wir noch nicht durchgehen. Hier fehlt nämlich noch was in diesem Raumschiff. Wie ihr wisst, muss dieses Ding auch irgendwie mit Energie betrieben werden. Nur woher kriegen wir diese Energie? Das ist jetzt natürlich die Frage, die wir uns hier stellen sollten. Das ist eine gute Frage, meine Freunde. Aber dazu kommen wir dann später, wenn wir dann soweit sind. Blöde seid ihr doch, ey. Ihr seid doch blöde Monster. So, Suchdrohne, kein Ding. Hebe tot. So, extrem offensive. Mach Droide. Du wirst sterben. Okay. Wohl so ein Wachdruide hat schon ein bisschen mehr Energie. Der hat schon ein bisschen mehr, aber hier. Da gibt es ja irgendwo bestimmt noch. Ey, wo bestimmt noch Kampfdruiden und die machen nochmal ordentlich Schaden. Wo ist denn? Hier so ein Kampfdruide, der 1080 Lebensmittel. Die haben alle Erdangriffe. Ja, wie scheiße seid ihr denn drauf? Wieso habt ihr gerade alle das, was ich nicht habe? Ihr seid doch behindert. Ja, egal. Das werden sie mal sehen, was sie davon haben, dass sie hier so einen Mist mit uns machen. Seid doch bescheuert, seid ihr doch, ey. Na gut. Heldentum hilft uns nicht viel. Segen haben wir schon. Körpermagie. Was soll uns denn passieren? Sollen die uns totkörpern? Womit? Womit sollen die uns denn treffen, dass das wirklich Schaden macht? Naja. Gut. Wir müssen ja irgendwie weiterkommen. Oh Gott, ey. Beziehungsweise, das Spiel wird gleich noch. Ich habe jetzt einen Typ, der zurzeit nicht angreift mit einer Blaster. Der liebe Jesus, der greift ja nicht an. Okay, ich hätte meine Sachen, wenn wir drüber nachdenken, auch einfach mitnehmen können. Aber das wäre natürlich zu einfach gewesen. Ich verstecke mich. So. So. Diese Räume sind alle sehr brutal und niemand möchte da gerne reingehen. Aber wir tun es trotzdem.
weil diese dummen Roboter irgendwie voll an der Waffe laben. Und einfach nur am Durchdrehen sind und irgendwie nichts anderes können, außer durchzudrehen, weil diese blöden Mistviecher. Ja! Ich mach den Tod! Super, was steht, Modus aktiviert. Yeah, tschüss. So, einfach nochmal. Okay, so. Heilen wir den nochmal. Und weiter geht die Party. Ja, wie ihr seht, ganz lustige Gegner hier, die wirklich viel Spaß machen zu töten. Besonders mit dem Blaster-Glitch. Also egal wie man es macht, da also meine Stiefmutter bzw. mein Vater haben es immer so gemacht, die haben sich halt immer mit dem Leuchtzauber da ausgeholfen, dass sie sich den halt geholt hatten. Andere machen es halt so wie ich und holen sich den Blaster-Glitch und ballern damit derbe rum. Aber ich dachte mir, so als Ausgleich ist es dann ganz fair, wenn ich mir da nicht noch hier die Rüstung noch dazu hole, das wäre dann viel zu überpowered. Von da gehen wir mal ein bisschen taktisch vor, müssen wir mal ein bisschen aufpassen, wo wir hingucken, wo wir hinlaufen. Ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. So, da schießt noch einer auf uns. Das ist ein Kampfdruide. Den töten wir auch noch. Ein Maschinengewehr. Alter, hält so 32 Minuten. Tot. Er ist tot, das können wir ruhig glauben, glaube ich. Okay. Ja. Hier ist ja noch irgendwo einer. Hier ist nochmal so ein Suchdruide. Ich glaube, jetzt ist Zeit für Erdresistenz. Und ich muss mal gucken, wie die Soundqualität ist, ob ich viel zu laut oder viel zu leise bin. Ich schätze mal, ich werde voll von den Lasern übertönt. Und wenn das der Fall sein sollte, dann entschuldige ich mich dafür schon mal. Aber dummes Geräusch. Also für einen Moment dachte ich, das Spiel wäre abgestürzt. Aber das hat es mich nur kurz erschreckt gehabt wohl. Ja gut, hier sind wir wieder. Willkommen bei Mind Magic 6. 7 meine ich natürlich. Das ist der falsche Teil. Ja, und wir gehen jetzt mal hier weiter. Das Spiel anscheinend ist der Ton ganz okay. Ich habe nochmal ein kleines Stückchen sogar lauter gestellt. Und dann ist die Welt auch eine bessere, dachte ich mir. Oh, wir müssen nochmal Eile wieder aktivieren, weil die kackt uns hier gleich ab. Gut. Dann gehen wir einfach mal durch einfach Tür, wo wir auch durchgehen können. Wir können anscheinend nicht durch jede Tür hier durchgehen. Aber anscheinend durch welche, die... Okay. Keine Ahnung, durch welche Tür ich überhaupt durchgehen darf. Durch manche darf ich, durch manche nicht. Ja, das ist ganz lustig, ne? Also, das ist ja ganz nett gemacht von dem Spiel, dass ich durch manche Türen durchgehen darf und durch manche nicht. Müssen wir die Tür finden, wo wir durchgehen dürfen? Frage ist welche. Okay. Wenn wir aber raus. Irgendeine Tür lässt sich bestimmt öffnen. Irgendeine lässt sich doch bestimmt öffnen. Geht ja nicht. Okay, hier vielleicht. Ich weiß, dass wir hier noch ein mächtiges Artefakt finden können, wenn wir aufpassen. So würdest du ja nicht sagen. Aber anscheinend ist hier nichts. Anscheinend finde ich hier nichts, was ich aufmachen kann. Aber ich sollte mal vorsichtig durchgehen. Die ganze Kram. Ich renne auch so extrem schnell. So extrem gar nicht. Das ist einfach das... Oh Gott, die habe ich für einen Moment lang. Aber mir erschreckt gerade. Gut. Ja gut, anscheinend ist hier nichts. So komisch ist das hier. So. Ich muss doch eng eine Tür aufmachen können hier, oder nicht? Eng. So, ich bin gerade aus dem Spiel rausgeklickt. Außersehen, weil ich so derbe abgespackt bin. Das ist natürlich nicht gut. Okay. Dann gehen wir nochmal hier oben lang. Ich gehe jetzt einfach nochmal alles durch. Ich habe mich ja eben einfach nur wild durchgeklickt. Dann gehen wir nochmal hier oben lang. Hoppa. Hier ist ja irgendwie so ein Steg oder so. Ja, egal. So, hier können wir nichts anklicken. Das geht nicht. Dann müssen wir immer die Eile im Auge behalten. Eile im Auge behalten. So, da geht's auch nicht lang. So, wenn das nicht geht. Hat sich gerade meine HUD verändert? Nö. Okay. Auf jeden Fall, wir sind auch alle so böse, ne? Wieso haben wir uns eigentlich der bösen Seite angeschlossen? Wer hatte die doofe Idee? Ja, wieso wollte die eigentlich alle böse sein? Guck mal, was wir jetzt davon haben. Wir laufen in ein Space-Schiff herum und suchen Viecher und ballern die ab. Das haben wir davon, dass wir böse sind. Seid ihr glücklich, Leute? Seid ihr glücklich mit dieser Entscheidung, dass ihr jetzt alle hier dumme Viecher töten und einfach nur auffressen wollt? Also bescheuert seid ihr doch. Ihr seid doch nicht mal ganz dicht, seid ihr. Mir so eine Entscheidung aufzublühen. Seid ihr doch. So. Okay. Nochmal Eile wieder. Das ist das Wichtigste von allen. Alles andere kann ich drauf scheißen. Dann gehen wir erstmal woanders so lang, würde ich sagen. Können wir hier zufälligerweise hier mitfahren? Der funktioniert aus irgendwelchen komischen Gründen. Aber bevor wir hier irgendwie ohne Pause reingehen. Hallo? Hier ist ja niemand. Das ist ja voll langweilig. Energie wiederhergestellt. Ich habe Energie wiederhergestellt. Warum auch immer und wie. Ah, ich hab's getan. Ich habe Energie wiederhergestellt. So. Da sind jetzt die ganzen Suffis. Einfach feuern. Das ist hier die Wiese, würde ich mal sagen. Einfach nur auf Druiden feuern. Okay, und dabei nicht sterben. Ich will nicht sterben. Okay, schnell weg hier. Ich habe keine Bock zu sterben. Tschüssi. Okay. So wie dazu. Wenigstens kann so ein dummer Tauchanzug nicht kaputt gehen. Das ist schon mal ein guter Vorteil, oder? Dann können wir nicht genauso gut nackig hier rumlaufen. Ich habe es repariert. Was? Wie kannst du es denn reparieren? Bist du besoffen? So gut wie neu. Die Sachen waren kaputt. Aber es wurde einfach nicht angezeigt.
Ich wusste noch nicht mehr, dass ich kaputt gehen kann, die Sachen. Aber finde ich witzig, dass das geht. Das ist lustig. Na denn, unsere Sachen können anscheinend kaputt gehen. Das ist auch schon mal gut zu wissen. Gut zu wissen, der ganze Kram hier. Was sagt Eile, hält noch 1000 Jahre.